Hallo und willkommen zurück. Es kann schon manchmal schwierig sein, Entscheidungen zu treffen. Aber glücklicherweise kann uns Enfas dabei helfen. Sehen wir uns direkt mal an, wie genau das geht. Die folgenden Schritte müssten Ihnen inzwischen schon bekannt vorkommen. Sie checken ein Dokument aus, um es zu bearbeiten, nehmen Änderungen daran vor und schließen dann das Programm, um das Dokument wieder einzuchecken. Dann erscheint dieses Dialogfeld, das Sie standardmäßig beantworten müssen, damit Ihre Änderungen in M-Files gespeichert werden. Dieser Arbeitsablauf kann jedoch optimiert werden und Sie haben genau das richtige Video angeklickt, um zu erfahren, wie das möglich ist. Drücken Sie zunächst die Taste Alt auf Ihrer Tastatur, um die Menüliste angezeigt zu bekommen, und gehen Sie dann zu den Desktop-Einstellungen und den benutzerspezifischen Einstellungen von M-Files. Wenn Sie möchten, dass die Frage gar nicht angezeigt wird, ist das kein Problem. Sie können sie in M-Files deaktivieren, indem Sie auswählen, ob das Dokument nach dem Schließen automatisch eingecheckt werden oder ausgecheckt bleiben soll. Wenn Sie möchten, dass die Frage angezeigt wird, können Sie einstellen, ob Sie die Entscheidungsgewalt selbst behalten wollen oder M-Files eine Entscheidung treffen soll, wenn Sie nicht auf das Dialogfenster reagieren. Okay, sehen wir uns mal an, was wir eingestellt haben. Das Dialogfenster erscheint weiterhin, aber jetzt wird M-Files das Dokument einchecken. Es sei denn, ich entscheide mich um oder vergesse, auf das Dialogfenster zu reagieren, was mir oft passiert. Ziemlich oft. Das ist eine simple Möglichkeit zur Verbesserung der Kooperation zwischen Ihnen und M-Files. Und da es sich um eine benutzerspezifische Einstellung handelt, haben Ihre Änderungen keinen Einfluss auf die Arbeitsweise Ihrer Kollegen. Perfekt! Und das war's auch schon mit diesem schnellen Tipp. Unsere Reise durch die spannende Welt von M-Files ist jedoch noch lange nicht vorbei. Also lichten Sie den Anker und hissen Sie die Segel, was im Piratenjargon so viel bedeutet wie: Wir sehen uns im nächsten Video.